Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei der Polizei für die gute Zusammenarbeit und Kooperation, dafür, dass wir nicht mit Seitenbegleitung laufen mussten. Es taucht hier aber trotzdem, und ich bin gebeten worden, diese Frage hier zu stellen, es taucht hier trotzdem bei uns natürlich die Frage auf, warum das Rathaus prophylaktisch so abgeschirmt werden muss, wenn wir hier nur friedlich unsere Meinung kundtun. Ich möchte jetzt noch darauf hinweisen, dass wir uns überall in Europa, überall in Deutschland auf der Straße natürlich im Juni, wenn die Abstimmungen anstehen, wiedersehen werden.